So, grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren. Ah, okay, also wenn man neu laden tut, dann tut er so, wie wenn er schlafen würde. Erinnere mich irgendwie an ein anderes Spiel. Zu einer weiteren Folge Little Kitty Big City. Mit mir, dem Fuchsel, den kleinen. Hier und den drei Entchen, wo nur noch zwei sind. Ah, ne, es sind drei. Und. Nanu, die andere Katze ist auch hier, aber die sitzt so halb drauf. Was ist da los? Kann ich mit dir reden? Ich kann nicht mit dir reden. Hm. Frage, gibt es hier irgendwie einen leichteren Weg wieder raus? Jetzt mal alles kaputt machen hier. Habe ich hier schon ein Nickerchen gemacht? Hoppsala. Tu dir nicht weh, du hast nur noch ein paar Leben. So. Seelenruhe. Ich wache jetzt erstmal auf. So. Aber da. Vorsicht, Vorsicht. Ich finde es ja gut, dass die einfach so hinten nachrennen. So. Dann schauen wir erstmal, dass wir die letzte Ente kriegen. Ja, okay, dann lassen wir die andere Katze mal Katz sein. So, wo ist denn die letzte Ente? Die letzte Ente wäre hier unten irgendwo. Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Ist hier irgendwo ein Kanal? Hier war doch irgendwo ein Kanaldeckel, oder nicht? Da ist doch einer. Hallöchen! Dieses Portal ist noch nicht mit den anderen verbunden. Wenn du mir eine Feder bringst, kann ich sie verbinden. Bitte sehr. Bitte sehr. Schnell, mir nach! Okay, die Karte wirkt aber nicht so groß, muss ich ehrlich sagen. Flop, flop, flop. So. Okay, die Position der Sachen, die ich rumwerfe, die sind auch gespeichert. Ach, guck mal, da hätte so ein Blinky. Den hier hätte ich gern. So. Das heißt, ich muss auch wieder eine Feder holen. So, meine große Frage ist jetzt, wenn ich hier entlang gehe, müsste doch eigentlich straight. Naja gut, nicht ganz straight, aber einigermaßen straight zu einem Enterich hinkommen. Da lang. Da ist hier im Laden wahrscheinlich drin. Aha, da ist er. Sieh mal, ich habe einen Teich ganz für mich allein. Bist du sicher, dass es ein Teich ist? Ich bin eine Ente, mit Teichen kennen wir uns aus. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, den Teich zu verlassen. Dein Vater hat mich geschickt, um dich für deine Präsentation abzuholen. Aber ich will noch im Wasser bleiben und spielen. Wie hältst du das aus? Wasser? Es ist so kalt. Nass. Igitt. Moment mal, heißt das, du kannst mich erst mitnehmen, wenn ich nicht mehr im Wasser bin? Oh-oh. Juhu, ich bleibe für immer im Teich. Das hätte mir klar sein müssen. Es muss einen Weg geben, das Küken aus dem Wasser zu bekommen, ohne nass zu werden. Über den Wischmopp? Über das Schild. Über das Schild. So, ich komme näher. So, und jetzt direkt draufspringen. Hab dich! Okay, ist nicht ganz so Zielsache. Nickerchen machen. Sehr wie ich an mein Kartchen, der sitzt auch immer so da. Zwar nicht auf dem Drucker, aber ungefähr so. Auch in dieser Lümmelhaltung. Oben ist noch ein Gummihähnchen. Müssen wir mitnehmen für den Teich da hinten. Nein, 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 nein. Okay, ich hab's. Hilfe! So, ich nehme das Gummientchen an mich.
So, jetzt brauche ich nur noch das echte Entchen. So, den lassen wir mal hier hin. Ich habe hier hinten schon... Ja, einen Ventilator habe ich gerade eben gesehen. Oh, Fisch! Hoppala! Es hindert mich daran, meinen Fisch zu bekommen. Okay. Ziehen. Ziehen, 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 ziehen. So. Ich gönne mir erstmal meinen Fisch. So. Essen. Schnell, bevor wir das bezahlen müssen. Fischiges, leckere Fisch hat dir Energie gegeben. Das Efeu hochklettern, probier's mal aus. Mir geht schon viel besser. Klettern wir den Efeu hoch. Kann ich eigentlich auch schieben? Hey! Wie ist die Ente noch mit? Ah, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. Na, vorsichtig. So. Den Ventilator können wir auch die Ente wahrscheinlich aus dem Teich pusten. Oh, da hinten sind noch ein Haufen Blinkies. Quarktruppen, bring alle Entenküken zurück. Das war so eine coole Lösung, Kätzchen. Danke, hoffentlich bist du nicht so enttäuscht darüber, wieder auf dem Trockenen zu sein. Ich wurde eh schon ein bisschen müde und ein großes bisschen hungrig. Vielleicht hat Papa ja Snacks. Kannst du mich mal bei Präsentation fragen? Ich habe die Präsentation ganz vergessen, doch kann ich von all meinen Schwimmabenteuern erzählen. Gehen wir, Kätzchen. So, ich wollte allerdings noch hier oben das mal Zeug hier erwischen, im Questenfall. Hineinspringen. Niemand kann mich sehen. Bin versteckt. Tap, 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 tap. So, kann ich von hier aus hier rüber jumpen? Jawohl, es geht. Blinkies, eine ganze Menge. Eine Beilegscheibe, eine Kronkorken und eine Mutter. Was auch immer das hier war. Ich glaube, ein Schüssel. Ein Ei. Ein Ei. Eine Kugel. Was haben wir diesmal für ein Hütchen? Onigiri-Mütze. Kawaii, ich bin unerreichbar. Ich bin unerreichbar. So. Lockt mal einen Schlüssel. Und was haben wir hier? Noch eine Büroklammer. Was weitergeht, werden wir noch reich. So, ein bisschen schneller mal, dass wir hier mal weiterkommen. Und zack. Und so, das gute Mutterglas. Ich habe nichts gefunden, ich gehe wieder. So. So, jetzt gehen wir mit unseren 5 Entchen. Okay, die kommen noch durch die Tür. Hier müssen wir lang. So, bevor wir mit ihm reden, tun wir ganz schnell die eine Ente hier noch weg. Nein. Schwimme in die Freiheit, mein Kleiner. So, jetzt bringen wir dich hier hin. 1, 2, 3 und 4. Das sind alle. So eine Erleichterung. Ich war schon kurz vor in Panik geraten. Ging es gut, Papa? Mir ging es am besten. Das stimmt nicht. Stimmt doch. Oh nö. Oh ja. Kinder, bitte. Auch euch ging es allen gleich gut. Das war schön, euch alle kennenzulernen. Oh, Kinder, habt ihr euch schon um die netten Kätzchen bei der Hilfe bedankt?
Wie er so nach oben schaut. Hm? Hey? Ist der oben? Dankeschön. Gern geschehen. Nicht du, wir reden mit den Kätzchen. Danke, Kätzchen. Bin dich, Kätzchen. Papa, du musst auch Danke sagen. Ah, ganz recht. Danke, Kätzchen. Bitte nimm das als Blumen für alles, was du getan hast. Eine Entenmütze. Die Mütze macht mich zum Mitglied ihrer Entenfamilie. Es wird dich daran erinnern, dass du immer ein Teil der Entenfamilie sein wirst. Papa, 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 es ist Zeit für die Präsentation. Aber sicher, lass uns dafür rüber in den Teich gehen. Ist gut, Kätzchen. Tüdeldü. Viel Spaß mit der Mütze. Meine Präsentation wird ganz sicher die beste. Wir verabschieden uns von den Kätzchen. Das sind nützliche Informationen. Pass auf euch auf, Entchen. Viel Spaß mit eurer Präsentation. Hm. Okay, die tun jetzt hier schön rumplanschen. Geh wieder rein. So, hier liegt noch eine Schraube. Okay, dann brauchen wir noch ein Gummientchen, so gesehen. Wie machen wir jetzt weiter? Waren wir eigentlich da oben schon mal? Da oben wäre nochmal ein Fisch. Wenn wir versuchen, den zu erwischen. Ich weiß noch, wir haben noch eine Aufgabe mit einem Tennisball. Tennisbälle suchen. Die müssen wir erst noch finden irgendwann. Bisher habe ich noch keine Tennisbälle gefunden. Huch. Ah, Slidesprung. Es geht, es geht. Erwischt. Okay, dann können wir zumindest wieder einen Schnellreisepunkt freischalten. Können wir da schon hochklettern? Haben wir da schon genügend Ausdauer? Gesundheit. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Okay, wir müssen uns kurz erholen. Hm. Yes. Nee, wird doch nichts. Okay, Frage. Ich spring jetzt mal vom Auto aus dahin. Jetzt soll es eigentlich gehen. So. Komm, wir tun mal das Auto umfärben. Parken verboten. So, sehr schön. Komm ich da hin? Jetzt wird's klebrig. 2 von 10. Nester kaputt machen. So, vorsichtig, nicht wehtun. Wir haben schon mal ein Leben verloren. Hm. Bleibt man ja auch gleich freischalten, wenn wir schon hier sind. Total ist noch nicht mit den anderen verbunden, wenn du mir eine Feder bringst, bla bla bla. Bitte sehr. Ich wollte eigentlich noch nicht rein, ich wollte eigentlich nur das freischalten. Der hat ein Foto von mir gemacht. Paparazzi! Na gut. Aua, Mann. Reiz mir blöder Sack. Ey, brauchst nicht wütend sein. Er hat angefangen. Oh, da hinten ist ein Frosch. Der Riesengecko, oder? Hm. Hoppala. Warum kommt er jetzt hier so angerannt? Okay, ich dachte schon, er wollte mich treten. Hier Schwein. So, mal sehen. Ah, oh, Blinkies. Mm,
Nein, ich wollte die Karte haben. Was heißt eigentlich das Haus hier? Habe ich schon mal gesagt, es ist geil, wenn man eine Legende hätte hier. Wahrscheinlich ist es unser Zuhause, einfach nur, wo wir hin müssen. Hier haben wir einen Fisch, da haben wir einen Fisch. Sonst ist hier aktuell eher nichts los. Soll ich mich mal darauf konzentrieren, dass wir mal die Fische finden? Der Vogel hat irgendwas Glänzendes bei sich. Der hat einen Ring bei sich. Miau. Ein reicher Vogel. Den Ring hat er mir nicht gegeben. Also, was ist hier? Huch. Macht eine Rückenmassage. Dein Mensch scheint beschädigt zu sein. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich. Meine Schwester Ramune ist nämlich weggeflogen. Das klingt ernst. Bis dahin ist eigentlich noch alles in Ordnung. Sie fliegt gerne draußen rum und bringt jedes Mal Geschichten aus der Nachbarschaft. Heute schien dieses besonders sicher zu sein. Auf der Straße sind keine Autos unterwegs, weil die Menschen die undichten Rohre reparieren mussten. Das erklärt, warum die Straßen so leer sind und nass. Igitt. Aber das ist halb so wild. Das Problem ist, dass Ramune vorhatte, gegen eine Katze zu kämpfen. Oh. Du sagst es. Letzte Woche ging es in einen Gecko gegen Bosskatze-Filmmarathon eingelegt und will seitdem gegen eine Katze kämpfen. Ich dachte, sie meint einen Spielkampf, also habe ich vorgeschlagen, ich könnte Bosskatze sein und sie Gecko. Aber sie mochte wohl gegen eine echte Katze kämpfen. Moment mal, du bist da keine echte Katze? In ihren Augen nicht. Ich bin nur der große Bruder, der sie gewinnen lässt, wenn wir Gecko spielen. Sie hat sich die richtige Herausforderung gewünscht, mit einer echten Katze. Sie wollte gerade nach ihr suchen, aber unser Mensch hat den leeren Vogelkäfig bemerkt und naja, meine Schwester und mein Mensch brauchen mich beide. Wie soll ich mich entscheiden? Ah, das brauchst du nicht. Ich sehe mich sowieso in der Gegend gerade um, also kann ich nach Ramune Ausschau halten. Ich dachte gerade, ein Vogel. Wirklich? Das ist sehr nett von dir. Kein Problem, sag mir einfach, wie sie aussieht. Kennst du diese blauen Vögel, die man auf der Straße sieht? So eine ist sie, aber leuchtend gelb, sehr schnell, extrem quirlig. Was mache ich, wenn ich sie gefunden habe? Gute Frage, lass mich nachdenken. Ah, ich hab's, der perfekte Plan. Ramune kennt dich nicht, also wird sie dich für eine echte Katze halten. Ich bin eine echte Katze. Und wenn du sie einfängst und wieder entwischen lässt, ist das, als hätte sie den echten Bosskatze besiegt. Sie wird sich so freuen. Klingt nach einer Menge Spaß. Ich war noch nie der Boss von irgendwas. Mone hat eine blühende Fantasie. Du wirst dich köstlich amüsieren. Sie fliegt gerne vor dem Laden der Straße entlang. Super, ich bringe Ramune im Nu nach Hause. Ich meine, gegen die Bosskatze hat Gecko keine Chance. Danke, Bosskatze. Ja, okay, dann müssen wir gegen Ramune kämpfen. Oh, ich bin auf einmal riesengroß. Denn. Bosskatze. Werde ein Kätzchen in einer kleinen Stadt. Rah! Errungenschaft freigeschalten. So, alles aufgeräumt. Oh, das wäre eher was für mich hier. Kleine Katzenburg. Komm, das machen wir jetzt sogar richtig. So. Da fühle ich mich doch eher wohl. Als kleines Kätzchen hier. Ich erinnere mich, für meine Katzen habe ich immer aus so alten Kartons auch immer so eine Burg gebaut, damit die drin geschlafen haben. Das war immer nett. Komme ich da irgendwie? Ja, okay, irgendwie muss ich da hochkommen. Hops. Und hops. Hops. Okay. Geh weg, Gecko.
So. Immer möglichst hoch oben sein. Nickerchen machen. Mit seinem Maul drin. Oh Gott. So. Oh, hier sind eine Menge Kronkorken drin. So, okay, dann suchen wir mal nach dem kleinen Vogel. Klein, gelb, fliegt hier draußen rum. Hm. Derzeit sehe ich nichts. So eine hier. Hm, hier hinten geht es auch noch irgendwo runter. Nein, jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht schnell reisen. Oh, hier ist ein Fußballtor. Das heißt, hier muss irgendwo ein gelber Ball sein. Frage ist, wo? Ups. Okay, nochmal. Ich dachte, vielleicht ist hier oben einer. Aber gut, es macht nichts. Hier oben ist auch ein bisschen Geld. Hui. Zack, 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 zack. Wer legt denn da ein Glas mit Kronkorken oben hin? Oh, da ist er. Mensch, passen Sie doch auf. Jetzt haben Sie einen Vogel vertrieben. Dafür nehme ich jetzt Ihr Smartphone weg. Dumme Nuss, ey. Ein alter Smombi. Nein! Das ist jetzt meins. Smombi, wer benutzt das Wort überhaupt? So, gute Frage. Aber die wichtige Frage ist doch, wo ist unser Vogel jetzt hin? Kann ich ihn eigentlich mit dem Smartphone fangen? Nein! Ich dachte, er wollte mit einer Katze kämpfen. Jetzt ist hier eine Katze da und jetzt kommt er nicht mehr. Jetzt kommt er runter. Noch. Okay, kann ich unter das Auto gehen? Das wäre meine nächste Idee gewesen. Unter das Auto anschleichen. Hups. Es ging sogar. Okay, aber ich brauche kein Smartphone. Braucht man schon ein Smartphone? Okay. Hm. Nee, weil ich gerade am Überlegen war, komme ich hier irgendwie hoch. Okay, er landet gerade, aber rennt schon wieder irgendeiner. Vorsichtig. Oh nein, die Bosskatze hält Gecko und ihren Klauen gefangen. Ist das das Ende unserer Heldenfigur? Ich bin die Bosskatz. Ich bereite dem Spaß ein Ende. Diesmal lässt sich die Bosskatze nicht von Gecko überlisten. Es gibt für dich Kör. Es gibt für dich kein. Nicht so schnell, Bosskatze. Ich bin klein, aber oho. Oh je. Gecko, zack. Gecko, bumm. Gecko, krach. Du hast schon wieder verloren, Bosskatze. Was für ein glorreicher Sieg für Gecko. Warte nur, bis mein Bruder davon erfährt. Bosskatze gegen Ramune. So. Hey, nicht stolpern.
Oh, da wäre nochmal ein Karton. Ruhe im Karton! Ich hab mich versteckt. Ups. So. Na, das Pinky lässt mal liegen, weil ich habe eh gerade zu viele. Weiß nicht, wofür ich die alle brauchen könnte. Hey! Was, Katze? Willst du eine Revanche? Ich hole mich immer noch von meinem letzten Kampf. Oh, hallo, du fremdes Geschöpf, den ich nur nie zuvor gesehen habe. Bist du etwa die berühmte Bosskatze? Allerdings mir ebenfalls völlig fremdes hier. Ich bin die Bosskatze. Meine Schwester hat mir von dem Kampf, von eurem epischen Kampf erzählt. Schade, dass ich ihn verpasst habe. Macht nichts, je weniger Zeugen, desto besser. Der grinste sogar. Als Rostpass bringe ich dir dieses beruhigende Emote bei. Muffins machen. Ach, das heißt Muffins machen. Was auch immer das ist, ich knete es richtig durch. Und jetzt muss ich mich wieder um meinen Menschen zuwenden. Bevor er sich erholt hat, muss noch viel gekuschelt werden. Es hat mich gefreut, euch beiden kennenzulernen. Viel Glück. Tschüss, Beißkatze. Muffins machen heißt es also. Ich kenne es als Milchdappen. Kenne ich das. Milchdapper. Naja, gut, von mir aus. So. Da ist noch was drin. Oh, hallo, Herr Grabe. Herr Grabe. Kätzchen, du siehst aus, würdest du gern stylische Accessoires tragen. Danke, dass es dir aufgefallen ist. Ich bin eine sehr aufmerksame Krähe. Allerdings, es war schön, dich wieder zu Themenwechsel. Hast du schon von dem glorreichen neuen Geschäft gehört? Es heißt Blinkies für Mützen. Verkaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Aber es heißt Blinkies für Mützen. Ha, das ist das Clevere dran. Ich verkaufe keine Münzen, sondern Zugang zu Mützen. Die Mützen leben nämlich in diesen kleinen Automaten. Und dir hilft, loses Kätzchen, fehlt die geheime Weisheit, um diese Automaten zu benutzen. Ich bin kein hilfloses Kätzchen. Lass uns jetzt nicht darüber streiten, wer wen hilflos genannt hat. Nicht, wenn es um Mützen geht. Nur ich, Krähe, kann das uralte Krähenritual ausführen, bei dem man eine Marke einwirft und einen Knopf drehen muss. Das klingt jetzt aber nicht so sch... Womit wir beim Thema wären, mein Vorschlag lautet dir, für 10 kannst du eine Krähe, also mich, anheuern, die dir eine Mütze besorgt. Also verkaufst du doch Mützen. Nein, ich bin ein Vermittler, der innerhalb der Crowdworking-System agiert. Mit einem Tauschgeschäft namens Blinkies für Mützen? Ja, aber nur weil Blinkies für den Zugang der Krähen, die Zugang zu Mützen haben, in der Marktforschung schlecht abgeschnitten hatten. Wenn ich also 10 Blinkies bezahle, bekomme ich eine Mütze? Du übersiehst die subtile wirtschaftliche Genialität meiner Idee. Ich reguliere den Mützenmarkt. Willst du jetzt eine Mütze haben oder nicht? Ja, bitte. Bitte sehr. Eine Froschmütze. Ich bin noch ganz grün hinter den Ohren. Jetzt kommt auch eine da. Na, guck mal, da sind 4 Stück drin insgesamt. Willst du eine Mütze kaufen? Sie kostet 10. Ja, bitte. Bitte sehr. Mäuschenmütze. So wird der Jäger zum Gejagten. War nur ein Scherz. Die Maus von nebenan ist ein besserer Freund. Nein. Ja. Bitte sehr. Der Igel. Igelmütze. Igel sind die Haarbürsten der Natur. Auch super schnell. So, jetzt habe ich ihn leer gekauft. Hey, Robbenmütze. Wenn Robben hinter Robben, 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 Robben hinter Robben her. Oh je, dieser Mützenautomat ist leer, Kätzchen. Probier es bei der anderen Automaten. Hm.
Ich erinnere mich, da war doch nochmal so ein Automat, wenn mich nicht alles täuscht. Bei der Ente. Ich laufe da mal hin, nochmal ganz kurz. Ich kann mich da erinnern, da war doch was. Hallo, Herr Hundi. Der lässt sich nicht ablenken. Warte mal. Okay, hier war die nicht, aber hier müsste irgendwo der Fisch sein. Ja, sind wir schon weg. Wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Die andere Seite war auch, glaube ich, richtig von der... Wo ich jetzt gemeint habe, wo die Mütze wäre. Da war doch... Hier ist es doch. Ja, hier ist der Automat. Jetzt ein bisschen Gemüse. Hm? Also ein Pfeil. So. Oder ich suche noch ganz schnell 6 Stück zusammen. Dann können wir uns die Münzen auch noch, die Münzenautomat auch noch leer kaufen. Sollte nicht so schwer sein. Einen haben wir schon. Fehlen noch 5. 4. 3. Stehe den Fisch des Fischers. Ich glaube, ich habe eine. Nee. Noch 2. Noch 1. Die tun wir beim nächsten Mal klauen, aber erstmal möchte ich, wie gesagt, die Mützen da haben. Ich trage zwar keine Mützen, aber ich will die Mützen haben. So, 40 sollte reichen, dass wir den leer kaufen können. Oh, 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 was sehe ich denn da? Was sehen denn meine scharfen Katzenaugen? Eine Mütze. Eine Pilzmütze. Oh, ich bin ein richtiger Glückspilz. Wenn er den isst, dann wird er größer. Huch, was ist das hier? Nickerchen machen. Die Gebetsschale einfach kaputt gemacht da. Nur durch drauflegen. Ich bin ganz schön fett geworden. So. Jetzt ist die Folge schon vorbei, aber ich hole trotzdem noch die Mützen schnell raus. Ich so eine Mütze, für, auch für 5 sogar. Bitte sehr. Eine Birnenmütze. Ich glaube, ich habe einen an der Birne. Eine Traubenmütze. Das ist das Gegenteil von einer Kichererbse. Eine Weintraube. Ja, okay. Zangelo-Mütze. Damit schmeiße ich mich schon in die Schale. Also das ist eine Melone. Melonenmütze. Eine Melone für eine Melone. Für meine Melone. So, dann ist der hier auch schon mal leer. Gut. Dann werde ich schauen, dass wir in der nächsten Folge den Fisch hier kriegen. Der muss hier irgendwo sein. Dann können wir beim Fisch da oben klauen. Da oben ist irgendwas Blaues noch. Da ist ein blauer Ball. Ja, okay. Das werden wir in der nächsten Folge dann schauen. Und ich verstecke mich hier erst einmal. So. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Mehr gibt es heute nicht zu sehen. Irgendwie mal ein Like, ein Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.